als zweiten großen Ausstellungsgegenstand, der hier am meisten nachgefragt wurde, ist auf jeden Fall unser Digital Inila zu nennen. Hintergrund ist einfach, er ist direkt am Quantencomputing angedockt, kann man sagen. Wir sprechen hier von quanteninspiriertem Computing. Vereinfacht ausgedrückt habe ich hier die Möglichkeit, bereits heute mit einem etwa 3x5 cm großen Chip Rechenleistungen abzurufen, die teilweise nur von haushohen Rechnern gelöst werden können. Und ganz, ganz schnell bin ich bei ganz vielen komplexen Aufgaben, die auf einmal lösbar erscheinen. Und im militärischen Use Case haben wir hier beispielsweise die Möglichkeit von einer Marschroutenoptimierung. Hier kann ich dem militärischen Führer die Instrumente in die Hand geben, bestimmte Aufgaben nach seinen Prioritäten zu lösen. Sei es, ich muss auf dem schnellsten Wege von Punkt A nach B kommen, sei es, ich muss auf einem vorgegebenen Weg von Punkt A nach B kommen, der natürlich der schnellste sein soll, aber bestimmte Variablen betrachte. Und genau bei diesen Variablen fangen die komplexen Rechenaufgaben an, die Stand heute nicht ohne weiteres gelöst werden können. Mit dem Digital Inila ist das möglich, weil wir hier die Rechenleistung von einem langen Zeithorizont auf sehr, sehr kurze Intervalle reduzieren können.